Wie wird das Wetter morgen? Wie wirkt sich der Klimawandel auf das Klima in meiner Region aus? Sind Elektrofahrzeuge eigentlich zuverlässig? Kann man den CO2-Ausstoß von Verbrennungskraftwerken reduzieren? Und bekommen wir vielleicht irgendwann personalisierte Medikamente? Simulation kann Beiträge für Antworten auf diese Fragen liefern. Sie stützt sich dabei auf physikalische Modelle, mathematische Algorithmen, setzt diese in Computerprogramme um und berechnet so näherungsweise Antworten auf die Fragen, die uns beschäftigen. Damit Simulation diese Fragen beantworten kann, braucht sie neben Algorithmen und Modellen aber auch sehr hohe Rechenleistung. Das Gauss Center for Supercomputing stellt diese Rechenleistung durch seine Partner, die nationalen Höchstleistungsrechenzentren in Garching, Jülich und Stuttgart, zur Verfügung. Gleichzeitig forschen wir an Methoden und Algorithmen für das Höchstleistungsrechnen, um die Ergebnisse weiter verbessern zu können. Und das, was heute nur in großen Zentren auf sehr schnellen Rechnern möglich ist, steht der breiten Bevölkerung in 10 bis 20 Jahren zur Verfügung, damit sie dann die Lösungen haben, die sie brauchen, um ihre Fragen beantworten zu können. Forscht und arbeitet das deutsche Gauss Center for Supercomputing.